Tak, dobrý večer všem. Also nochmals einen schönen guten Abend an alle. Ich heiße Sie recht herzlich begrüßen bereits beim 18. und letzten Workshop im Rahmen der Workshop-Reihe des Projektes Zentrum der Erneuerung des Kulturerbes. Wir treffen uns wieder leider im Online-Raum. Und unser allerletztes Treffen ist dann diese Woche am Donnerstag zum Thema Erneuerung der Landschaft. Das ist auch in der Einladung erwähnt. Heute haben wir ein etwas anderes Thema, aber es hängt auch mit dem Hauptthema unseres Projektes zusammen. Und zwar, das ist das Thema der Erneuerung des Kulturerbes und die sinnvolle Nutzung. Im Laufe dieser Workshop-Serie hatten wir sehr viele spannende Gäste. Wir haben viele Vorträge gehört, zu denen dann jeweils sehr spannende und reichhaltige Diskussionen stattgefunden haben. Also wir haben die Themen aus verschiedenen Blickwinkeln behandeln können und ich hoffe, dass es dann auch gelingen wird, das in die entsprechende Methodik einzuarbeiten, die ja ein Ergebnis dieses Projektes sein wird. Und heute, am letzten Novembertag, möchte ich unter uns Herrn Josef Hadrbolec begrüßen. Er hat zwar einen tschechischen Namen, aber wenn ich das richtig verstanden habe, ist er gebürtiger Österreicher. Und Herr Hadrbolec hat im Resümee, das ich bekommen habe von ihm zur Vorbereitung, er schreibt über sich, dass er dass bei der Arbeit der Kultur, mit dem Kulturerbe sich quasi selber geschult hat. Er ist ursprünglich Drogist, er hat Kulturveranstaltungen an runden Tischen mitorganisiert. Er beschäftigte sich mit den Themen örtliche Identität, örtliche Mobilität und Kultur, Kulturerbe. Und ich gebe das Wort an Herrn Hadrbolec weiter, dass er sich vielleicht noch ein bisschen besser vorstellt, dass ich das geschafft habe, jetzt im Anfang, und ich freue mich auf den Vortrag. Dankeschön. Guten Abend. Darf ich mich kurz vorstellen? Wie vorhin erwähnt, also bin ich kein studierter Wissenschaftler, sondern ein einfacher Kaufmann, ein Drogist, wie Sie gesagt haben. Zu mir kamen Leute rein, die wollten etwas fotografieren, dafür haben sie Filme gekauft. Und die logischerweise nächste Frage war dann, ja, warum soll ich fotografieren, was steckt dahinter? Und damit kam ich in Berührung mit der Geschichte, im weitesten Sinn, aber mit der anderen Aufgabe, ich musste in kurzer Zeit prägnante Ziffern hinübergeben, damit es für meine Zuhörer interessant war und sie vielleicht das Verlangen hatten, sich länger mit der Materie zu beschäftigen. Auf das hinauf hatte ich das Glück und die Gelegenheit, viele tolle Menschen kennenzulernen, die auf der einen Seite meinen Horizont erweiterten, auf der anderen Seite konnte ich dadurch auch sehr viel von dem Kulturerbe, das ja bei uns in der Wachau ja ganz wichtig ist, wir sind ein Teil des Weltkulturerbes, hier eine wichtige Funktion spielt. Und das war auch der Aufhänger, um das Ganze nahezubringen. Für den heutigen Abend habe ich mir etwas Besonderes vorbereitet. Die Gemeinde Mautern wird das Schloss verkaufen. Es wird hier ein Hotel gebaut werden. Also wir haben hier eine komplette Umstrukturierung. Danke für die Folie. Und in diesem Schloss drinnen befand sich der sogenannte Mauterner Altar. Ein Altar aus Holz, holzgeschnitzt. Und auf der anderen Seite war das in einem Gebäude, das war eine Kapelle. Später wurde die Kapelle profanisiert, eine Decke eingezogen, ein Wohnobjekt. Und heuer beim Denkmalschutztag 2021 war der Chef des Bundesdenkmalamtes da und hat hier einen eigenen Beitrag für die Fernsehsendung gestaltet. Also um auch hier zu zeigen, wie das Bundesdenkmalamt hier maßgeblich mitgewirkt hat. Mit großen Mitteln, auch von der Gemeinde, wurde hier etwas investiert.
Und wie auf dem Bild links unten sieht man hier das alte Schloss von Mauthen und in der Römerhalle, die an und für sich ein Teil dieses Schlosses war, war bereits die Präsentation dieses in Zukunft entstehenden Hotels. Auf der rechten Seite unten sehen Sie einen Baualterplan. Es soll hier dokumentieren, auf welchem uralten Bodenmaterial, Schemmermauern dieses Gebäude ruht. Auf der nächsten Folie, das ist die Folie 2, ja, sehen wir hier, wem hat das Schloss eigentlich gehört? Wer steckt hinter diesen Mauern? Und da habe ich hier zwei Bilder ausgewählt. Auf der einen Seite ein Epitaph des passauischen Bischofs, der hier im Mauthener Schloss auch gewirkt hat. Und als Kontrast dazu nebenbei Graf Schönborn. Das war der letzte Besitzer dieses Schlosses. Er war in der Monarchie einer der größten Grundbesitzer und hatte eigentlich für das Mauthener Schloss relativ wenig übrig gehabt. Gegenüber seinen ungarischen Besitzer war das mehr oder weniger ein Klacks. Aber es soll nur darstellen, wer hinter diesen Mauern eigentlich war, lebte und welche Interessen vorhanden hier waren. Und wenn wir jetzt auf die Folie 3 übergehen, finden wir hier einen Begriff, also hier, warum dieses Mauthen eigentlich so eine Funktion hat. In dem Namen Mauthen steckt schon der uralte Begriff Maut. Und bereits zur Zeit der Raffenstädter Zollordnung war hier Mauthen ganz ein wichtiger Handelspunkt. Also war hier Mutaren eine befestigte Stadt. Und das Ganze setzt sich weiter über die Mittelalter, die Mautstelle, die wir hier haben. Später war dann hier in Mauthen, wahrscheinlich auch im Schloss, ganz genau wissen wir es nicht, eine Mautstelle, eine Überfuhrstelle für die Maut. Also die Maut wurde für die Überfuhr eingehoben. Später kam dann im Förthof drüben die andere Mautstelle dazu, die Maut dann ablöste. Und auf der rechten Seite der Folie sehen Sie einen Plan von der römischen Stadtbefestigung. Also hier das römische Kastell und oben sehen wir hier das Schloss, also den Schauplatz, den wir heute behandeln werden. Diese Stadt Mauthen, damit komme ich wieder zum Eingangsthema oder zur Frage, was hat das mit der Landschaft zu tun? Seit mehr als 2000 Jahren haben wir kontinuierliche Bevölkerung mit allen Höhen und Tiefen, die natürlich als Kulturdenkmal sehr interessant sind, weitergegeben zu werden. Die nächste Folie, die zeigt wiederum, was unter der Erde wartet. Wie vorhin erwähnt, wird ein Hotel bei uns gebaut und auf der rechten Seite sehen wir hier den Plan der Archäologen und hier diese Felder rot, gelb, blau sind die verschiedenen Zeitabschnitte der nächsten Jahre, in denen systematisch gegraben wird. Auf der linken Seite sehen wir hier die Ausgrabungsrechte, die wir hier gehabt haben. Mauthen hat aber nicht nur diese archäologischen Funde, sondern wir haben hier auch auf den Dokumenten sehr wichtige Hinweise über die Funktion der Stadt. Für unsere Freunde aus der Tschechei-Raum ist vielleicht interessant, dass die böhmische Wallfahrt zur Magna Mater Austria, Mariazell, hier auch über Mauthen ging. Und hier, Mariazell hat ja unter Ferdinand II. Ist bereits 1827, als die Todesurteile gegen die böhmischen Rebellen verhängt wurden, wurde hier eine Messe, eine Wallfahrt gestiftet. Also uralter Handelsweg. Das nächste ist aber die interessante, uralter Wallfahrtsweg. Das nächste ist aber die interessante Verbindung über die Steinmauterner Holzbrücke.
Und wie Grimms das Recht zur Errichtung der Brücke hatte, war auch die Intention Friedrichs III. Dahingehend, dass Grimms mehr vom Venediger Handel profitieren sollte. Und diese Handelsstraße ging wiederum über dieses Mountain, über Südern, die zukünftige Brücke, Dreisental, Mariazell, dann hinunter Richtung Süden in den, zu den Wein, zu den Handelsplätzen. Die nächste Folie wiederum zeigt nach diesen unterirdischen Zeitzeugen, das wäre die Folie Nummer 5, jetzt haben wir natürlich auch, wenn man sich mit dem Thema befasst, geht man in die Archive hinein, sucht alte Urkunden. Und hier haben wir dann diese Urkunden, die wir hier gefunden haben. Aus diesen Urkunden lässt sich auch wunderbar herauslesen, wie groß diese Herrschaft war. Diese Herrschaft Mautern behandelte auch also Rossers Umweinschloss. Da war die Verwaltung der Wälder erinnern, in Mautern war die Zentralverwaltung. Also mit dieser Kapelle war zusammengehängt, damit die Bedeutung. Das Verzeichnis der Häuser aus dem Jahr 1786 war natürlich für mich diese Woche ein Kolossalfund. Mir wurde dieser Fund zugetragen und aus diesem Fund aus 1786 von der Herrschaft Mautern, Herrschaft Mautern war damals also Schönborn noch der passauischen Herrschaft. Und aus dieser Herrschaftsaufstellung finden wir ein Verzeichnis der Häuser, der sogenannten Inwohner, die drinnen wohnten, mit ihren Berufen. Und man kann sich damit ungefähr ein Beispiel über das damalige Leben in Mautern machen. Es war natürlich auch interessant, hier diese Steueraufgaben, Aufzahlungen zu verfolgen, damit kriegt man auch einen Einblick, wie blühend das Leben war. Und es war natürlich für einen Historiker eine Traumsituation, dass im gleichen Jahr 1786 die Schlosskapelle, unser heutiges Thema, profanisiert war. Also bis 1786 fanden hier Gottesdienste statt und dann wurde das Ganze profanisiert. Ein anderes Dokument rechts unten, das geht eigentlich in diese ganze Landschaftsgeschichte hinein, Weltkulturerbe. Was wäre das Weltkulturerbe Wachau ohne Wein? Und dieser Schönborn hat große Weinbesitzungen in Mautern, in Rossatz und umliegenden Gemeinden gehabt und große Keller. Einen Keller, den gab es in Rossatz und einen Keller in Mautenbach. Und hier unten finden Sie eine Weinlizitation. Regelmäßig wurden hier diese Weinmengen unter das Volk gebracht, also sie wurden verkauft. So, und damit zur nächsten Folie, Nummer 6. Entdecke, was du kannst. Das ist eine Herausforderung für jeden, der sich mit der Geschichte beschäftigt. Ja, aber wo findet das? Was ich kann, oder besser gesagt, was mir fehlt. Und damit begann für mich die Zeit, sei es rechts oben hier eine Aufnahme von einer Limes-Sitzung, also eben der Donau ohne Grenz, wo ich auch teilnehmen konnte, oder nebenbei der Besuch einer Königin in einem Klosterarchiv. Eine Winzerkönigin erfuhr mit uns nach St. Peter bei Salzburg bzw. Marzee und wir konnten hier diese alten Inkunabeln ausheben, nachvollziehen und dann finden, wer hat wann und wieso was gemacht. Und damit kommen wir auf die Spuren der Klöster, die bei uns wirkten, Passau, Schönborn, aber auch die Bauwerke, die in ihrer Zeit geschaffen wurden. Logischerweise herrschten diese Leute nicht unbeschränkt, damit also hier dieses Wort, was unten steht, die Zweitverwendung. Zweitverwendung, was kann man mit diesen Objekten machen und was geschah damit? Nächste Folie.
Und jetzt haben wir rechts oben eine Beschreibung hier vom Mautern, vom Schloss. Das ist sehr ausführlich, sehr interessant. Das ist aber Geschichte. Und was machen wir heute mit der Geschichte? Wir können diese Geschichte ganz anders sehen. Wie auf der linken Seite hier zum Beispiel, da wurden diese Kirchenfenster bunt angestrahlt in einer Lichtvision. Gelb, Rot, alle möglichen Farben. So wirkten hier diese Mauer also traumhaft. Auf der rechten unten Seite, ich glaube, die Dame in der Mitte kennen Sie, Frau Habischka, eine Aufnahme, wie man hier das Leben weitergeben kann. Im Sinne ihrer Arbeit auf der Donau-Uni wurde hier ein Film gedreht. Und ich hatte die Aufgabe, ganz kurz über diese Kapelle zu berichten. Rekapituliert, also hier haben wir unten rechts eine konstante Situation. Der Film ist gedreht, der Film ist Geschichte, der Film bleibt erhalten. Wohingegen diese Farbinstallation der Fassade nur eine momentane ist, aber jedenfalls immer anregt, hier andere Ideen einfließen zu lassen. Die nächste Folie, bitte. Und jetzt geht es natürlich auch darum, was ist eigentlich ein Kulturdenkmal? Kulturdenkmal, wenn wir hier diese Folie anschauen, haben wir auf der linken Seite diesen holzgeschnitzten Mauterner Altar. Ein Renaissance-Altar, also ganz etwas Besonderes. Auf der rechten Seite wiederum haben wir ein anderes Thema, das auf der Donau ebenfalls schon behandelt wurde, die Mauterner Brücke. Ein Kulturdenkmal anderer Art, ein Denkmal technischer Geschichte, ein Zeugnis, also technischer Kunst, Baukunst, technisches Wissens in unserer Landschaft, das weit um das Landschaftsbild geprägt. Darunter wiederum eine alte Ansicht von Miriam, die alte Holzbrücke von Mauthen. Damit ergab sich für mich aber ganz was anderes. Ich wollte hier in dieser Kapelle eine Ausstellung machen zum Thema Holz. Und zwar Holz insofern ist ein besonderes Bauwerk. Die Holzbrücke, eigentlich mit einem kurzen Leben. Jedes Hochwasser, jedes Ereignis zerstörte sie und diese Brücke musste immer wieder erneuert werden. Und wenn man nennt, 1463 wurde diese Brücke hier gebaut, wie oft wurde sie zerstört und wieder aufgebaut? Wohingegen der Mauterner Altar um 1620 entstand, wir finden hier den Hinweis, um 1620 wurde der Altar aufgestellt. Wer ihn geschaffen hat, von wo er herkommt, das wissen wir nicht genau. Allerdings die andere Seite zum Thema Holz ist die, dass wir hier rund 400 Jahre ein Holzobjekt hier bei uns begreifbar haben. Also ein Kulturdenkmal besonderer Art. Nächste Folie. Und wie man heute so ein Objekt nutzen kann, zeigte eine überregionale Veranstaltung hier im Rahmen eines Grenzer Kulturprogramms. Es ging darum, einen Raum zu finden, der oder in dem entsprechend elitäres Programm, möchte ich mir noch sagen, dargeboten wird. Wir fanden hier einen intimen Rahmen zum Vortrag eines Chores, der brachte geistliche, weltliche Lieder den Zuhörern. Auf der anderen Seite war hier eine Lesung einer Dichterin mit einem neuen Roman vorgestellt. Und auf der anderen Seite natürlich war hier der Chef des Grenzer Museums und hat den Altar vorgestellt. Grenzer Museum, insofern ein Stichwort,
Dieser Mautener Altar wurde vom Grafen Schönborn der Stadt Krems geschenkt, mit der Auflage, ihn aufzustellen. Und sie hat den Altar im Museum der Stadt Krems aufgestellt. Und mehr oder weniger war dann auf einmal kein Platz und der Korpus war auf einer Stelle, die Heiligen von Köln wieder woanders. Kurz und gut, er war am Verschwinden. Und dann entdeckten Leute hier diese Skulpturen, besonders wertvolle Holzarbeiten, und man beschloss, ihn doch wiederum zu restaurieren. Man trat an die Gemeinde Mautern heran. Die Stadtgemeinde Mautern hat einen Platz zum Aufstellen. In Krems, wie gesagt, war kein Platz dafür. Und in diese Kapelle passt er hinein. Das war ja oder ist auch seine Kapelle. Damit hat die Stadtgemeinde Mautern in Verbindung mit dem Bundesdenkmalamt und dem Land große Mengen Geld in die Hand genommen, um diesen Altar, ein besonderes Juwel und Zeitzeugen der Renaissance hier in Mautern darzustellen. Und somit ist dieser Kremser Altar in der Mauterner Schlosskapelle eine Leihgabe. Also er gehört nicht uns, er gehört der Stadt Krems, aber wir freuen uns, dass er hier der Allgemeinheit zugänglich gemacht wird. Und was wäre so ein Programm für geistigen Hintergrund, ohne etwas für den Körper zu tun. Und damit gab es, Sie sehen das Foto rechts unten, auch eine Agape, also hier eine kleine Verköstigung zum Thema. Soweit mein Thema. Folie 11, glaube ich, gibt es noch. Ja. Und jetzt natürlich komme ich wiederum zum Thema Landschaft, also das Schloss prägt die Landschaft. Eine Baugrube ist interessant. Und jetzt natürlich ist das der Aufhänger, von wo kommen eigentlich diese Leute her? Wodurch erfuhren sie darüber? Welche Wünsche entstehen? Kurzer Rede, langer Sinn, ich hatte Gelegenheit, hier eine chinesische Reisegruppe fotografieren zu können. Sie wanderten auf den Spuren des Weltkulturerbes Wachau, kamen nach Mautern und hatten die Gelegenheit, die Archäologen bei ihrer Tätigkeit beobachten zu können. Mit einem Dolmetsch wurde hier natürlich die tollsten Fragen gestellt und so erfolgte ein Brückenschlag über Kontinente, Welten und Weltanschauung. So, und das wäre eigentlich mein Thema. Die Zeit bleibt nicht stehen. Für spätere Geschichtsforscher wird unsere Generation, wie vorhin erwähnt, ein Hotel errichten, damit die späteren Archäologen auch wieder etwas finden können. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. So, ja, da haben wir es jetzt. Da ist dieses Hotel, so ähnlich sollte es aussehen. Und hier haben Sie die Summen, also es werden 58 Millionen Euro in die Revitalisierung und Erneuerung des Wachauer Schlosses hineingesteckt. Baubeginn soll im Dezember 22 sein und die Fertigstellung Februar 24. Und damit kommen wir noch kurz einmal einen Überblick über die Besitzverhältnisse, was bei den Römern begonnen wurde. Würde von Passau weitergeführt. Schönborn hat dann das Schloss wiederum erworben und von Schönborn ist es dann in das Eigentum der Stadt Mautern übergegangen, dass sie jetzt an diesen Immobilieninvestor weiterverkauft wurde. Und ich danke jetzt für Ihre Aufmerksamkeit. Tak moc krát děkujeme za úvodní přednášku. Ja, vielen Dank für den Einleitungsvortrag und jetzt möchte ich den Anwesenden fragen, ob sie Fragen haben, damit wir die Diskussion eröffnen können. Bevor
sich die Besucher die Fragen überlegen, dann würde ich die erste Frage stellen. Es würde mich interessieren, was für eine Rolle haben Sie in diesem Prozess des Altars gespielt oder in anderen Aktivitäten, die mit der Anpassung des Schlosses zusammenhängen? Ich beschäftige mich seit 50, 60 Jahren, wie eingangs erwähnt, mit der Geschichte im Sinne von Service, Kundenstätten Fragen und damit kam ich dazu, mich mit der Geschichte näher zu beschäftigen. Und bei dieser Gelegenheit kam ich eben auf so interessante Sachen. Nur ein kurzes Beispiel. Bei dieser jetzigen Ausgrabung hatte ich Bildmaterial aus dem Jahr 1958. Und aufgrund dieses Bildmaterials konnte man heute feststellen, dass die damalige Archäologin diese Funde falsch, also als römische Mauer definiert hatte, obwohl es Mittelalter war. Die Zeit bleibt nicht stehen, es kommen neue Erkenntnisse. Und für mich natürlich, ich lerne von jedem Beitrag, von jeder Frage. Und das ist das Schöne, wie man das weitergeben kann. Zu Ihrer Eingangsfrage, also was das mit der Landschaft zu tun hat. Ich habe versucht, aufgrund dieser Ausgrabungen, Fundamente, aber auch von der Veränderung dieses Schlosses darzustellen, wie die Bauwerke eigentlich die Landschaft prägen. Niki? Ja, ich danke Ihnen. Bitte. Já bych se pana Hadrbolce zeptal. Já? Na té jedné z těch ukázek jsou ukázány dva historické momenty. Mosty přes Dunaj. Jeden je ten historický dřevěný, který byl často opravován kvůli povodním. Entschuldigung, es gibt keine Übersetzung. Jo, entschuldige. Es gibt zwei Brücken, wurden dort gezeigt. Die erste Holzbrücke, die oft restauriert wurde, und die zweite Brücke dient als Erinnerung an das Ende des Zweiten Krieges. Könnten Sie etwas mehr zu dieser Geschichte sagen, vor allem zu dieser zweiten Brücke, zu dieser Stahlbrücke? Zu dieser Brücke, wie eingangs erwähnt, die Holzbrücke ist insofern interessant, weil damit logischerweise Verkehrsgeschichte interessant wurde. 1437, also es begann mit den Postverbindungen und so weiter, wir bräuchten eine Verbindung, die ganzjährig in Betrieb war. Und gerade die topografische Lage von Mautern ist ein Beispiel, warum die Brücke hier entstand. Wir sind am Ende des Donaudurchbruchs, also eines Trogtales, und beginnen dann auf Krems hinunter in die Mäandrisierung des Flusses. Das heißt, der Fluss hat nach jedem Hochwasser ein anderes Bild, und für eine Brücke war das sehr schwierig. Damit entstand hier der logische Punkt für eine Brücke. Das war die Holzbrücke, die sehr lange ihren Dienst tat. Sie war die letzte Holzbrücke auf der ganzen Donau, bis sie 1895 durch die Eiserne Brücke ersetzt wurde. Auf diesem Brückenteil, dem gebogenen Teil auf der Steiner Seite, sieht man heute noch Emblemen von der Prager Brückenbaufirma, wo hier eigentlich aus Gladno-Witowice das Material für diese Brücke herankam. Diese Brücke stand bis 1945, und am 7. Mai 1945, Kriegsende, wurde diese Brücke gesprengt, um russischen Truppen den Übergang sehr zu erschweren. An und für sich, dieser Termin, 7. Mai, Kriegsende, hätte ja nicht viel mehr gebraucht.
Allerdings stand sehr viel deutsches Militär noch auf der Donauseite, also auf der Mauthener Seite, und die mussten und die wollten unbedingt noch in amerikanische Kriegsgefangenschaft kommen. Deswegen hat man so lange wie möglich die Brücke noch offen gelassen. Interessant war natürlich auch diese Brücke, wie sie heute aussieht. Diese Brücke ist ja keine harmonische Brücke. Wir haben, wie vorhin erwähnt, auf der Steiner Seite eine gebogene Brücke und auf der Mautner Seite so ein eigenartiges, viereckiges Konstrukt. Es ist ein sogenanntes Rott-Wagner-Eisenbahn-Pionier-Brückengerät. Und dieser Teil wurde innerhalb kürzester Zeit, im Jahr 1945, instand gesetzt von russischen Pionieren, deutschen Kriegsgefangenen und auch Ingenieuren der Firma Wagner und Biro. Das war kurz zur Geschichte. Also über diese Brücken könnte man, was Gott will, lange noch sprechen. Aber es soll nur darstellen, wie es war. Die Brücke wurde ständig erneuert und diese Brücke, derzeitiger Stand, ist als Kulturdenkmal zu betrachten, zum Unterschied von der Linzer Brücke, die in etwa gleich ausgesehen hatte. Diese wurde abgetragen und durch eine neue Betonbrücke ersetzt, bleibt diese Mauthener Brücke komplett erhalten. Und für mich war diese Situation der Aufhänger, mich mit diesem heutigen Thema auch näher zu beschaffen. Wir haben nämlich im Zuge des Brückenbaues, die Brücke wird abgetragen, die Pfeiler werden herausgenommen, neue Pfeiler montiert und die Brücke in der gleichen Form wiederum aufgetragen. Also wir haben auf der einen Seite ein technisches Bauwerk zum Begreifen im ganzen Gestehen. Auf der einen Seite, wie vorhin erwähnt, haben wir dieses Projekt des Schlosses, also wie ein markantes Beispiel, also Kulturdenkmal, erneuert wird und mit neuem Leben erfüllt werden soll. Und auf der anderen Seite die ganz tolle Situation dieser archäologischen Grabung, die ja längst keine Notgrabung mehr ist, sondern aufgrund der Dauer wirklich einmalige Einblicke in die Geschichte unseres Landes uns ermöglicht. Ich hoffe, ich habe Ihre Frage einigermaßen beantworten können. Děkuji. Ich danke. Gibt es noch Fragen? Weitere Fragen? In der Präsentation hat mein Interesse die Frage erweckt, und zwar die Frage einer vorübergehenden Nutzung oder einer Popularisierung mittels der Szenografie, also die Beleuchtung, die Sie dort gezeigt haben. Welche Maßnahmen wurden durchgeführt oder was war der Sinn solcher Maßnahmen? Es war im Rahmen eines Kunstprojektes. Man wollte Licht wirken lassen. Ich hatte zum Beispiel im Rahmen der langen Nacht der Kirche in der Mauthener Pfarrkirche auch eine Lichtinstallation initiieren können. Also diese Kirche mit bunten Lichtern. Also es kam Bewegung in dieses Mauerwerk hinein, das einmalig war. Und das ist halt auch so ein Beispiel, wie man mit Licht gestalten kann. Es handelte sich also um eine kurzfristige Hervorhebung, Sichtbarkeitsmachung dieses Bauwerkes. Das war nur kurzfristig. Haben Sie einige Erfahrungen mit anderen Typen von solchen Maßnahmen, zum Beispiel ein Objekt, das nicht üblich zugänglich ist, wie man dieses Objekt also den Besuchern näher bringen könnte oder wie man das Interesse der Öffentlichkeit wecken kann für ein solches Bauwerk? Da muss ich als Kaufmann immer eines sagen. Ich muss Wünsche
wetten. Und wenn die Wünsche vorhanden sind, also wenn sie ankommen, dann sind die Leute auch bereit, eine Lösung dafür zu suchen. Stichwort diese Schlosskapelle. Sie haben gemerkt beim Aufbau meiner Präsentation, ich stellte in den Raum diesen Holzaltar, habe aber bewusst gegenübergestellt Holz als anderes Bauelement. Ich habe zum Beispiel im Zuge meiner Kirchenführungen auch eine Dachbodenführung gemacht. Und es ist eigentlich ein tolles Erlebnis, wenn man dieses ganze Gesperr auch einmal erlebt und hier bewusst gegenübersteht, diese Lebensdauer des Mediums Holz. Also auf der einen Seite ein Kunstwerk, das Jahrhunderte hält, auf der anderen Seite eine Brücke, die der Witterung ausgesetzt ist und vergänglich ist. Stichwort Interesse wecken. Interesse wecken geht nur dadurch, dass Sie besonderes Highlight suchen, also hier Aufhänger. Geplant von mir ist zum Beispiel zu diesem Thema Holzaltar sich mit den Schnitzern, Denkmalschützern, das sind Verbindungen Oberösterreich-Bayerischen Raum, dass wir hier diesen Altar vielleicht einigermaßen zuordnen können. Beziehungsweise auf dem Altar gibt es hier rechts und links im oberen Drittel zwei so Kufen oder so Spitzen von venezianischen Gondeln. Laut Aussage von Historikern kann das oder könnte das ein Hinweis auf italienische Handwerker sein. Aber wie gesagt, das sind alles Thesen, die sind wert, behandelt zu werden. Und ich könnte mir da ohne weiteres vorstellen, in diesem Rahmen drinnen eine Fachdiskussion abzuhalten mit allen Pro und Contra. Und damit bringt man Leute hinein. Und das Nächste, wenn man einmal in dieser Kapelle drinnen war, dann wird man öfters kommen. Sie ist wert, besucht zu werden. Also diese Kapelle bleibt zugänglich der Öffentlichkeit, auch nachdem sie ins Hotel umgebaut wird? Diese Kapelle bleibt im Eigentum der Stadtgemeinde Mauthen und hängt im Zusammenhang und ist im Zusammenhang mit dem Römermuseum zu sehen. Das heißt, auf Wunsch kann diese Kapelle jederzeit besichtigt werden, beziehungsweise zu Öffnungszeiten des Römermuseums kann man auch in die Kapelle hinein. Und ist ein Kulturprogramm zum Beispiel dafür geplant für die Zukunft, wenn dort ein solches Werk aufgestellt wurde, oder ist das nur als reine Museum, Exposition, Museumsausstellung geplant? Wie gesagt, die Kapelle wurde profanisiert, also es gibt keine Messen drinnen. Es ist angedacht, hier vielleicht Hochzeiten, standesamtliche Hochzeiten zu machen. Der Raum ist relativ klein, also erfasst circa 40, 50 Personen. Also damit bietet er sich an für intime Musikveranstaltungen, kleinen Rahmenquartett oder sowas, beziehungsweise für Lesungen. Und noch vielleicht hätte ich eine Frage, also mit dem Vorhaben des Umbaues dieses Bauwerkes in das Hotel. Das ist rein ein Impuls seitens des Bauherrn, der einen geeigneten Ort für die Realisierung suchte, oder auch die Stadt wurde darin eingebunden, in dem Sinne, dass die Stadt eine neue Nutzung für dieses Bauwerk gesucht hat? Ja, da haben Sie recht. Also man hat einen neuen Nutzungszweck für dieses Bauwerk gesucht. Das Bauwerk, die Wohnungen entsprachen nicht mehr dem heutigen Standard und man suchte hier eine Nutzung. Und damit gab es die Lösung mit dem Investor, der Wohnblöcke errichtet und das Hotelzimmer sieht sie am an der
Kaufsumme gesehen, also wie groß das Projekt ist. Es wird wirklich ein Projekt, das Hand und Fuß hoffentlich haben wird. Schwerpunkt soll das Hotel natürlich sein. Das Hotel, da ist geplant, auch eine Donauterrasse. Das Hotel soll auch Gastronomiebetrieb anbieten für unsere Gäste, die die Wachau besuchen. Also man denkt hier sehr wohl an eine langfristige, seriöse Nutzung und Wertschöpfung. Ich danke. Also das bringt mir zu der Idee, wie Sie aus seiner Position Sie diese Rolle des Tourismus oder die Beziehung zwischen dem Tourismus und der Denkmalpflege oder respektive dem Kulturerbe, wie Sie das wahrnehmen, diese Beziehung? Das ist eine schwierige Frage. An und für sich ist das das größte Kapital bei uns erinnern, die Kulturlandschaft mit den Klöstern, aber auch mit den Weinbergen, die wir haben. Das ist eine Kulturlandschaft und keine von der Natur gegebenen. Die Weinterrassen wurden von den Menschen angelegt mit dem ganzen Rundherum. Die Klöster, die wir hier bei uns erinnern haben, die haben wiederum investiert in Lesehöfe, aber und also in Objekten. Und hier war natürlich auch die Folgebeschäftigung sehr groß, die Handwerker, die Tagwerker und so weiter, was man hier alles brauchte. Wertschöpfung, die Wertschöpfung in meinen Augen könnte nur eine exklusive Wertschöpfung sein. Das heißt, wir sollten uns auf derartige Objekte oder Themen spezialisieren, wo wir, möchte man auch sagen, vorherrschend oder wo Schwerpunkt bei uns ist. Also nicht zum 95. Mal ein Feuerwehrmuseum, das ist uninteressant, sondern wir sollen diese Schätze, die bei uns da sind, also wirklich nutzen, hinterfragen und entsprechend zeitgemäß auch anzubieten. Zeitgemäß, Sie haben erwähnt vorhin das Fenster und die Nachfrage. Das ist wiederum eine Präsentation aus der heutigen Zeit, wie man was machen kann. Und wir haben heute diese virtuellen Besuche, alles Mögliche, was wir durch die Medien haben, wo wir auch die alten Städte auferstehen können lassen und auch ein Leben der damaligen Zeit hineinsimulieren. Ja, vielleicht im Anschluss daran, was Sie jetzt gesagt haben, würde ich fragen, was Sie als einen Laie, wenn wir das so sagen, oder außerhalb der Akademiker, was war für Sie interessant oder was hat Ihr Interesse geweckt, Interesse für die Kulturgeschichte, das Kulturerbe. Warum widmen Sie sich diesem Thema? Ja, gibt es hier eine persönliche Erfahrung aus der Vergangenheit oder nur Neugier? Oder wie ist Ihre Motivation, dass Sie sich diesem Thema widmen? Ich habe es erwähnt, also bei mir ist zusammengekommen, auf der einen Seite der kommerzielle Zwang, möchte ich mal noch sagen, Sie verkaufen mir einen Film, ich soll fotografieren. Aber um Gottes Willen, warum soll ich fotografieren? Damit bekam ich den Einstieg in die Geschichte. Und wenn man sich mit der Geschichte beschäftigt, ist das ein Fass ohne Boden. Ich habe vorhin erwähnt, also hier diese kurze Frequenz dieser Mariazeller Wallfahrt. Also ich wusste, wir haben hier in Mautern eine Annakapelle und hier übernachteten die Mariazeller, die Brünner Wallfahrer auf den Weg nach Mariazell. Urkundlich belegt, alles Mögliche, durch Jahrhunderte eine Tradition. Unabhängig davon erfuhr ich von der Mauterner Donaubrücke, der Holzbrücke, vom Privileg von Friedrich III.,
über den Handel von Venediger Ware. Für mich war das eigentlich nur ein Massenbegriff, ein Qualitätsbegriff. In Wirklichkeit war es ein topografischer Begriff. Und damit bekam diese Zeile ganz eine andere Aussagekraft wiederum für mich. Und natürlich, wenn man so etwas bekommt, wird man neugierig und man verfolgt das Ganze weiter. Folgedessen bin ich jetzt auf der Suche nach römischen Straßen, Mittelalterverkehrswege, wie das alles zusammenhängt. Also man lernt nie aus und wenn man einmal in die Geschichte hineinricht, ist man ja infiziert. Das Thema für Sie, das ist die Stadt und ihre Umgebung oder konkrete Phänomene, wie zum Beispiel der Verkehr oder Vermögensverhältnisse? Ich habe in meinen Urkunden erwähnt, also hier dieses Verzeichnis, Häuserverzeichnis. Und das war für mich ein ganz tolles Erlebnis. Dieses Protokoll wurde in Kurrent geschrieben oder Sütterli, weiß ich, wie man das bei Ihnen bezeichnet. Für mich schwer lesbar, ich kann es aber noch lesen. Und damit ging hervor Vorname, Familienname, Beruf und dann auch die Steuerlast. Und aus diesen Parametern konnte man sich bereits ein Bild machen, wie es weitergeht. Oder ich finde hier Hausnummer so und so. Und hier ist es das Haus des Mazzea Weinzürl. Ein komischer Ausdruck für mich natürlich, ich befasse mich mit der Weinbaugeschichte. Weinzürl, das war der vor Ort arbeitende Vertreter des Stiftes. Also der Mann, der vom Frühjahr, vom Schneiden bis zur Weinlese alles über hatte. Indirekt wiederum war diese Zeile der Beleg für mich, also eben, Mazzea, da gibt es einen, der hat ein Haus davon und ist genau mit Beruf bezeichnet. Also hier kommen unheimlich gute Hintergrundinformationen über die damalige Situation. Und Ihre Feststellungen, die veröffentlichen Sie das, publizieren Sie das irgendwo oder das ist nur also Ihr persönliches Hobby oder nehmen Sie an Fachdiskussionen teil hiermit mit diesen Informationen? Ich nehme an Fachdiskussionen teil und gebe auch beschränkte Dokumentationen raus. Zum Beispiel über die Donaubrücke habe ich das gemacht. Oder mit Herrn Dekan Hanusch haben wir 100 Jahre Wachaubahn gemacht. Also lauter interessante Sachen. Und für mich ist der ganz große Vorteil, diese Themen kommen scheinbar zufällig auf mich zu und werden dann von mir natürlich hinterfragt, ausgewertet. Und ich habe das große Glück gehabt, dass diese Themen eigentlich noch relativ alleinstehend waren und damit konnte ja, unter Anführungszeichen Neuland betreten. Ich danke Ihnen. Ich würde noch vielleicht unsere Zuhörer auffordern, dass Sie die Fragen stellen. Herr Hanus. Ganz herzlichen Dank für diesen wiederum sehr anschaulichen und lebendigen Beitrag. Ganz herzlichen Dank. Ich schätze die Zusammenarbeit mit Ihnen ja schon seit mehr als 10 Jahren. Ja. Sie haben sie erwähnt. Wir haben damals dieses große Festsymposium organisiert, auch im regionalen Maßstab, wenn wir wollen, das ganze Wachautal. Und es muss an dieser Stelle schon erwähnt werden, dass der Herr Haderbolletz wirklich ein sehr namhafter Historiker mit lokalem Bezug ist, der wirklich sehr profunde Recherchen anstellt, der auch über ein unglaubliches Privatarchiv verfügt und viele dieser Dokumente halten auch Einzug in der Presse, in Tagungen, in Tagungsmappen und überall. Sie haben ja auch
mit der Frau Dr. Kaiser ja auch eine Tagung zur Mautener Brücke ja gemeinsam organisiert. Mhm. Auch mit uns, auch im Audimax, wo wirklich namhafte Persönlichkeiten und Experten von, ja, vom In- und Ausland gekommen sind. Und auch dort hat sich das eigentlich in der Richtung niedergeschlagen. Und es freut mich, dass die Mautener Brücke ja jetzt anscheinend in seinem Bestand gesichert ist. Also es sind schon ganz namhafte Beiträge und das ist eigentlich auch das, wo man sieht, wie wichtig das ist, dass man diese, dass man sich einbringen kann und dass man unglaublich viel bewegen kann. Sie haben auch die Ausstellung über die Kamptalbrücken vor vielen Jahren gemacht, auch über die andere Brücke. Und der Herr Hatterbollet schafft es immer wieder, nicht nur namhafte Persönlichkeiten und Verantwortungsträger aus der Politik, aus der Wissenschaft, aus den Behörden zusammenzubringen, sondern auch die weite interessierte Öffentlichkeit. Und das ist ja auch im Sinne der UNESCO-Welterbestätten und das ist etwas, was teilweise noch heute ein bisschen hinternachhinkt. Die 5 Cs, der Kollege Strasser kennt sich in der Richtung bestens aus. Da bitte ich vielleicht dich, Peter, dann entsprechende ergänzende Berichtigungen anzubringen. Der Kollege Strasser, der wohnt auch dieser Veranstaltung bei, habe ich gemerkt. Mhm. Und wie gesagt, und eines dieser 5 Cs ist eben auch die Community, die Gesellschaft. Die Gesellschaft, die letzten Endes unser Erbe trägt, auch entsprechend reagiert, wenn Entwicklungen in Gang gesetzt werden, die konträr zu der Wahrnehmung, zur lokalen Wahrnehmung ist, beziehungsweise sozusagen auch konträr zu den Entwicklungen stehen. Es sind immer unterschiedliche Interessen, die aufeinandertreten. Und wie gesagt, und das sind natürlich Persönlichkeiten wie Herr Hatterbollet, wirklich von unschätzbarem Wert für die Gesellschaft und auch für unser Erbe, die es letzten Endes schaffen, die Inhalte, die mühevoll und sehr breit recherchiert werden, in die öffentliche Debatte einzubringen. Denn nur so ist auch die Identifikation der Gesellschaft mit unserem gemeinsamen Erbe möglich. Und ich denke, das ist etwas, das gehört eigentlich noch viel, viel breiter getragen, etabliert, besser aufgestellt. Das sollte eigentlich, im Falle von Mauten ist es ein Glücksfall, aber eigentlich sollte das ein Standard sein. Und dadurch, wie gesagt, schließe ich mich da ganz Ihren Worten an. Man muss sich mit den Objekten beschäftigen und eben die dann in die Diskussion einbringen. Und wie gesagt, die Frage, vielleicht darf ich auch hier noch ergänzend anbringen, wie dieses Wissen publiziert wird. Wie gesagt, es werden öffentliche Diskussionen durchgeführt, wie gerade auch heute Abend, Herr Hatterbollet wieder dabei ist, aber auch sehr große, wobei diese wird aufgezeichnet und auch einer sehr breiten Zuhörerschaft zur Verfügung gestellt werden. Und in weiterer Folge, wie gesagt, ist auch die Tagespresse immer wieder nimmt Notiz von den Aktivitäten von Herrn Hatterbollet. Es sind, wie gesagt, auch Publikationen. Es sind dann letzten Endes, wenn ich denke an die Baumpresse, das geht ja, glaube ich, auch auf Ihre Aktion zurück, die Baumpresse beim Kreisel in Mauten. Ich kann ja praktisch von mir rüberschauen. Wir sind ja über die Donau ja praktisch Nachbarn, Herr Hatterbollet. Und auch dort ist genauso ein aufgestelltes Monument, auch ein sehr wichtiges Denkmal im Sinne eben eines Erinnerungsmals, eines Objektes, das eben an eine Technologie, an eine Entwicklung erinnert, die sehr typisch für die Gegend war. Also auch das ist in dem Sinne eine Form der Publikation, wenn wir auch die Tafeln der Informationen dazu finden, auch in den ganzen Beschreibungen, da fängt man sich zu interessieren, wie hat die Gesellschaft funktioniert, wie waren die Produktionsprozesse, auf welchen Grundlagen war die Ökonomie begründet, was hat es letzten Endes für eine Kultur hervorgebracht in den Bräuchen, auch in religiösen Traditionen, auch in der Kulinarik. Das hängt alles zusammen, also wie gesagt, das Objekt bitte immer integral mit einbringen und da muss man sagen, das ist etwas, wo der Herr
Haderpolez und wirklich meine großen Komplimente in dem Zusammenhang an Sie, diesen gesamtheitlichen Bezug immer sehr gepflegt hat und es wirklich auch geschafft hat, es zu vermitteln. Und ich denke, wir haben alle in den Köpfen, und das ist ein bisschen auch bei den Unis, dass die immer sehr schauen, wie viel publiziert wurde, wie oft publiziert wurde und wo publiziert wurde. Das ist das eine, das ist sicher auch wichtig. Und wir werden ja auch diesen Vortrag dokumentieren und auch publizieren. Auch damit ist mit dem heutigen Tag ein Beitrag geleistet. Aber letzten Endes ist auch wichtig, festzustellen, mit welchen Aktivitäten welche Wirkung erzielt wurde, die abseits der eigentlichen Publikationstätigkeit liegen, auch, aber wesentlich breiter auch eben über Informationen, über öffentliche Diskussionen, über Veranstaltungen, über Vorträge, über Festfeiern, über eben Zeitungsnotizen und eben auch Führungen und entsprechende Veranstaltungen, die eben vor Ort, die Besichtigungen, das Erbe zu vermitteln vermögen. Já bych se ještě zeptal pana Haderpolze. Würde gerne noch Herrn Haderpolz fragen, und zwar eine Sache. Sie haben diese tschechische Reise nach Mariazell erwähnt und das Übernachten in Mautern. Vielleicht wäre es auch für die Gesellschaft wichtig, diesen traditionellen Pilgerweg mit diesem Halt in Mautern auch in die tschechischen Medien zu bringen. Denn auch die junge Generation heute wiederholt solche Wege im Sinne der Radwege, zum Beispiel entlang der Donau, einschließlich der Orte der römischen Legien. Das hat sogar den heiligen Severin hervorgebracht. Also das wäre gut, wenn man das ein bisschen mehr im tschechischen Raum bewirbt, wenn man darüber Informationen bietet. Darf ich darauf antworten? Ano. Ja. Gerne. Ja. Jetzt muss ich einmal sagen, das Projekt Schloss ist für mich eigentlich ein mehrstufiges Projekt. Ich habe erwähnt bei meinen Ausführungen über die einmalige Situation der Brücke, des Schlossbauwerkes und der Archäologie. Zur Brücke kommt aber noch etwas Besonderes dazu. Ich habe erwähnt, dass diese Brücke noch Tafeln hat von der Prager Brückenbaufirma. Die haben wir auf dieser Brücke noch droben. Also wir haben hier eine Brücke, ein Zeitzeuge von 1895. Jetzt haben wir 2013, so lange steht dieser Teil schon, und berichtet über das Leben in unserer beider Heimat in der Monarchie, wie es damals war, welche Dimensionen diese Monarchie hatte. Und diese Dimensionen erlebte ich bei einem Zufallsfund, wie Dr. Hanusch angedeutet hat. Ich interessiere mich für Geschichte, das ist bekannt. Und damit kommen zu mir auch oft Leute, bringen mir etwas und fragen mich was. Also ich bin im Gespräch mit den Menschen. Eines Tages kam eine Dame zu mir und sagt so, ich verkaufe das Haus. Können Sie mir bitte helfen, und diese Bücher auf die Mülldeponie zu führen? Für einen Historiker war das natürlich sofort ein Impuls der Dame, behilflich zu sein. Ich habe den Wagen zweimal angefüllt und dann habe ich gesagt, mach's eh nichts, wenn ich nicht auf die Miststätten fahre, sondern ich führe es zu mir heim. Sie hat nichts dagegen gehabt. Und was war dabei? Es waren stenografische Protokolle des Bürgermeisters von Stein namens Schürer. Monarchie. Er war im Niederösterreichischen Landtag drinnen, Monarchie. Und neben ihm saßen Vertreter auch aus Schlesien, also aus anderen Teilen der Monarchie. Und damit komme ich hier bei dieser völkerverbindenden Monarchie
wo aus allen Teilen der Monarchie die Leute beieinander saßen. Und ich möchte überspitzt oder locker formuliert sagen, na, dann ist er gegangen, du hörst, wie machst denn du das? Wie ist denn das bei euch? Also es war hier ein kurzer Interessensaustausch möglich. Und damit sind wir hier eigentlich bei dem Thema, das Sie angerissen haben. Die Geschichte ist derartig interessant und wert, auch weitergegeben zu werden. Wir wissen genau, warum der Südpol schmilzt. Wir wissen genau, was sie das, die Tundra brennt, alles Mögliche. Aber die Geschichte vor unserer Haustür, die geht leider Gottes immer mehr und mehr verloren. Und es wäre natürlich für mich, also wie eingangs erwähnt, Brückengeschichte, eine ganz eine tolle Idee, dass man hierher geht, wenn diese Brücke in der letzten Phase wiederum errichtet wird, dass man sich besinnt der gemeinsamen Brückengeschichte und aus Gladno und Witkowice, also aus diesen Eisenwerken oder Kuhnwerken und so weiter, hier eine Verbindung schafft. Bei den Dreharbeiten in der Schlosskapelle hat mir die Redakteurin berichtet, dass sie vor kurzem draußen war und hat in diesen Orten auch einen Film oder irgendwas gedreht, da soll es ein tolles Museum geben. Und das hier wäre vielleicht ein Aufhänger, um hier eine Verbindung beider Länder zu schaffen. Auf der einen Seite für uns, von wo kommt das Eisen her? Auf der anderen Seite in der Tschechei draußen und wo haben wir unser Eisen hingeliefert? Also das wäre zum Beispiel auch die Beantwortung einer Frage, wie kann man solche Objekte wiederum beleben? Wir bringen hier Themen rein, die uns erstrangig vielleicht gar nicht so zu Bewusstsein kommen, aber auf der anderen Seite eine unheimliche europäische Geschichte ergeben. Das wäre vielleicht der Vorschlag dazu. Ich hätte auch eine kurze Frage zu der Brücke, weil wir, ich komme aus Bratislava, wir haben in Bratislava eine ähnliche Brücke, wie die Mautner Brücke, und die war auch in den gleichen Jahren gebaut und wurde auch Ende des Krieges zerstört und dann wieder aufgebaut. Allerdings ist heutzutage nicht mehr viel von der Brücke übrig. Die wurde erneuert und die ganze Stahlkonstruktion wurde ausgetauscht in Bratislava. Es blieb einzig, ich glaube, zwei Pfeiler in der Donau blieben. Die sind historisch denkmalgeschützt. Aber der Rest ist eigentlich alles neu. Was wollen Sie fragen? Ob Sie die Brücke in Bratislava vielleicht auch kennen und ob Sie da auch Parallelen sehen vielleicht? Ich habe mich mit dem Brückenthema natürlich ausführlich beschäftigt. Ich habe hier eine Ausstellung gemacht zum 500 Jahre der Donaubrücke, 50 Jahre Eisenbrücke und so weiter rundherum und habe natürlich die ganzen Brücken entlang der Donau verfolgt. Ich war vor 2 Jahren sogar eingeladen nach Regensburg, wie die steinerne Brücke wieder eröffnet wurde. Also es sind hier große Vernetzungen da und das Stichwort Bratislava, natürlich wäre es interessant, auch dieses Brückenthema einmal zu bündeln. Wir kennen ja diese Brückenzerstörung im Laufe der letzten Kriege im Osten unten, aber es ist auch hier interessant, dass das Equipment zum Bau der Steiner Brücke eigentlich von Rumänien heraufkam, also hier mit diesen ganzen Maschinen, und dann hat man bei uns herum begonnen. Interessant natürlich auch der Pfeiler, Sie haben erwähnt den Brückenpfeiler, die Pfeiler der Steinmauterner Brücke sowie die Eisenbahnbrücke, die haben keinen Kern. Vor etlichen Jahren hat ja ein Schiff einen Pfeiler der Eisenbahnbrücke verschoben, weil kein Eisen drinnen war. Und wenn man das Ganze analysiert, also die den Plänen nachgeht,
ich habe durch Zufall Pläne von der Brücke bekommen, hat man gefunden, dass hier die Pfeiler eine Ummauerung haben, also ein massives Mauerwerk, und innen ist nur Füllmaterial. Also äußerst labile Konstruktionen. Auf der anderen Seite, so wie Ihre Brücke, ist auch unsere Brücke für den damaligen Verkehr, Pferde, Ochsenfuhrwerke und so weiter gebaut worden. Damals hat man ja bei Weitem nicht an die heutigen Achslasten gedacht. Danke sehr. Pan Professor Hanus měl nějaký dotaz před chvílí. Herr Professor Hanus, glaube ich, hatte noch eine Frage. Pane kolego. Ja, danke, Herr Kollege. Und danke auch für diesen breiten Kontext, der absolut im Sinne dieses Projekts ist, eben die Erneuerung des gemeinsamen Kulturerbes, dass Sie das in diese Breite ansprechen, diese Pilgertradition, diese Wallfahrtstradition von Brünn herkommend bis Mariazell über Mauthen. Da sieht man, dass die Geschichte, die gemeinsame Geschichte, sich eben über die Grenzen hinweg erstreckt, also zu Zeiten, wo eben noch keine Grenzen da waren. Und dass eben durch die Grenzziehung einige Traditionen gewisse Einschnitte erfahren haben, auch wenn sie in gewissen Formen wieder aufgelebt sind. Und ich glaube, es ist eben auch das Wichtige in diesem Projekt, dieses gemeinsame Erbe jeweils über die Grenzen hinweg auch zu vermitteln und auch wieder zu leben, sodass sich eben auch mit Mauthen jetzt unsere lieben Freunde in Tschechien auch wieder identifizieren, also die in der tschechischen Kultur auch das wieder aufgenommen wird und umgekehrt viele eben auch verloren gegangene Traditionen dann auch von den Österreichern wiederentdeckt werden und eben dann beidseitig der Grenzen gelebt werden. Also ich glaube, das ist sicher ganz wichtig. Wir haben ja auch einige Projekte, wo wir uns ja jetzt beschäftigen. Die Frau Projektleiterin wohnt ja auch hier bei, die Frau Architektin Karoschka, die eben die anderen Projekte ebenfalls leitet, ebenfalls grenzüberschreitende Projekte, die in dieser Richtung eben in sehr ähnlicher Weise auf diesen Erkenntnissen dieses Projekts aufbauen. Ich weiß nicht, Frau Kollegin, wollen Sie zu den Projekten ganz kurz etwas sagen, weil da würde ich ja, wenn Sie gerade da sind, ja selber nichts dazu sagen wollen, wenn Sie ja aus erster Hand das ja gleich ganz kurz wiedergeben können. Also zu unseren grenzüberschreitenden Projekten, andere Projekte zwischen Österreich und Tschechien. Also es geht um thematische Verbindung und Vernetzung der Denkmäler, weil also die Grenzgebiete von Österreich und Tschechien wurden in gleichen kulturhistorischen, unter gleichen kulturhistorischen Bedingungen sich entwickelt. Aber jetzt ist die Situation in die, also jetzt ist das zwei verschiedene Länder und irgendwie in diese Projekten suchen wir auf eine Strategie für alle diese Denkmäler und für dieses baukulturelles Erbe, weil die Objekte und die Ortschaften, die in beiden Ländern vorhanden sind, in vielen Momenten und in vielen ihren Charakteristiken sich überschneiden und sie können thematisch sehr gut zusammengebracht werden. Ja.
Vielen Dank, Frau Kollegin. Danke für die Erläuterungen. Danke. Ja, also ganz wie die Frau Kollegin gerade erläutert hat, ist es eben wichtig, das Erbe jeweils zu kontextualisieren, auch je beidseits der Grenzen. Ich habe das heute im Rahmen einer weiteren Sitzung auch in ähnlicher Form in Erwähnung gebracht, dass sozusagen auch die Identifikation mit den Elementen, die in Österreich sind, eben grenzüberschreitend erfolgt, dass eben diese Stellenwerte auch wieder transportiert werden und dass nicht sozusagen, wenn da die Touristen aus Meeren kommen, dass die sagen, schön haben dies und naja, nett, aber dass die auch den Bezug zur eigenen Historie erkennen, das ist ganz wichtig, dass man nicht nur sprachlich diese sozusagen Vermittlung erfolgt, indem die Tafeln in verschiedenen Sprachen angebracht werden, sondern eben auch inhaltlich das Ganze historisch kontextualisiert. Und das ist eben auch etwas, wo der Herr Hadebolec, und das zeichnet sie auch so aus, immer in diesem sehr breiten Zugang sozusagen die Sachen betrachten, oder wie Sie auch gesagt haben, bei den Brücken, dass man sich natürlich nicht nur mit der Mautener Brücke, sehr wohl, aber nicht nur mit der beschäftigt, sondern die genau im Kontext sieht der gesamten Übergänge, in zu welcher Zeit, mit welcher Technologie, zu welchem Zweck, zu welcher politischen Situation und so weiter das Ganze entstanden ist. Also ich denke, das ist immer ganz wichtig, auch diese Bezüge zu sehen. Und wir wissen ja, Mauten ist ja jetzt mittlerweile ja zweifaches UNESCO-Welterbe, einmal als Teil der Kulturlandschaft Wachau und einmal als Teil des Donaulimes. Also eines der ganz, ganz seltenen Fälle, wo wir ein Welterbe im Welterbe haben. Und das ist ja etwas, das hat ja Mauten sehr vielen anderen Städten ja voraus. Das ist ja ein absolutes Novum. Und auch hier, wo wir, da hat der Kollege Strasser sehr maßgebend mitgearbeitet beim Donaulimes, bei diesem ganzen Nominierungsprozess, ist es auch ganz wichtig, immer zu erkennen, dass der Donaulimes ein Teil ist des Grenzen des Römischen Reiches, wo zuvor schon der Antoninuswall und der Hadrianswall, wie auch der obergermanisch-rätische Limes, ein Teil war. Und der Donaulimes eigentlich eine Erweiterung der bereits bestehenden Abschnitte der Grenzen des Römischen Reiches darstellte. Und es war ja auch sehr spannend, das sozusagen auch darzustellen, dass letzten Endes Mauten als Standort in Beziehung steht mit Carnuntum, mit Viminatium, mit Xanten, mit einer Vielzahl weiterer Städten der Grenzen des Römischen Reiches, die letzten Endes sich auch über Vorderasien und Nordafrika erzogen bis hin nach Schottland, also 8000 Kilometer, die drei Kontinente verbinden, und dass man hier das Ganze kontextualisiert als Teil einer Gesamtanlage, eines gesamten geschichtlichen Bezuges. Und das ist, glaube ich, das ganz Wichtige, dass auch, sollten auch Reisende aus anderen Kontinenten kommen, sehr schnell erkannt wird, hoppla, das ist ein Teil unseres gemeinsamen Erbes. Natürlich wird das überall ein bisschen anders rezipiert, aber das ist ein gemeinsames historisches Erbe, das genau tausende Kilometer weiter seinen Fortgang findet und in einer funktionalen Beziehung steht. Und das ist, glaube ich, auch das ganz Schöne, dass das auch in dieser Art und Weise heute hat mit aufgezeichnet werden können. Darf ich? Ja, unbedingt, bitte. Anna, prosim. Ja, bitte sehr. Ich habe nur zu Dr. Hans seinem Brückenthema ein für mich tolles Erlebnis gehabt. Wie erwähnt, die Eisenbahnbrücke wurde durch ein Schiff beschädigt und dann kamen Leute, Ingenieure von TU und so weiter, junge von der Brückenbaufirmen und so weiter, also verschiedenste Disziplinen her, und sie wunderten sich über die Länge und die Größe dieser Brücke. Diese Brücke ist ja für uns heute eine Verbindung von der Kapstallbahn, also nach St. Pölten rüber, also eigentlich eine untergeordnete Brücke und hat eine derartige Massivität.
Und ich konnte aufgrund meiner Unterlagen dann diese jungen Leute dann aufmerksam machen, warum ist diese Brücke so massiv, so stark gebaut worden? Sie war ja in der Monarchie geplant, aus dem Böhmischen die Verbindung zum österreichischen Hochseehafen in Triest. Und danach kam dieses Aha-Erlebnis dieser jungen Leute, na jetzt verstehen wir jetzt. Jetzt sehen wir auch den Sinn, warum das hier war. Kurz komprimiert diese ganzen Sachen. Es ist wert, diese Geschichte wieder hervorzuholen, um der heutigen Jugend auch einen Begriff zu geben, in welchem Kontext, wie Sie gesagt haben, Dr. Hannes, eigentlich das Ganze entstanden ist. Díky moc. Já se teda zeptám ještě... Ja, danke schön. Ich frage, ob es vielleicht noch abschließende Fragen oder eine abschließende Frage gibt zum heutigen Treffen. Wenn dem nicht so ist, dann möchte ich mich ganz herzlich bedanken beim Herrn Adrbolec. Ich bitte ihn vielleicht um ein Schlusswort. Sie erwähnten eine ganze Reihe von Themen, mit denen Sie sich beschäftigen, Popularisierung, Suchen von neuen Konzepten, Untersuchen der lokalen Geschichte, Vorstellen dieser an die neuen Generationen und die Besucher. Vielleicht haben Sie eine Botschaft für die Zukunft, was Sie aus Ihren Erfahrungen, anhand Ihrer Erfahrungen als einen Schlüsselbereich betrachten im Rahmen des Kulturerbes, was man den nachfolgenden Generationen mitgeben sollte, damit sie die Geschichte einfach richtig wertschätzen. Dr. Hannes hat das irgendwie angerissen. Ich bin medial ziemlich präsent. Und zwar hat das einen Hintergrund. Ich war vorher eigentlich bescheiden, habe ich nie in den Vordergrund gestellt. Man macht seine Arbeit, man macht seine Aufgaben und damit hat es sich. Das ist aber in diesem Zusammenhang Kulturgeschichte eigentlich komplett falsch. Es gibt nämlich so viele Leute, die suchen Antworten auf Fragen, die ihnen unterkommen. Und die wissen oft nicht, an wen sie die Fragen stellen können. Professor Dr. Google weiß ja alles. Aber mittlerweile guckt man auch drauf, dreimal hintereinander kontrollieren und dann stimmt es vielleicht. Und dann kommen solche Sachen, wie ich auch hier angedeutet habe. Wir wissen, was der Südpol macht, die Antarktis und so weiter. Aber was vor unserer Haustüre passiert, das wissen wir nicht mehr. Und für mich sind das so Schlüsselerlebnisse, wie vorige Woche zum Beispiel, da kommt ein junger Mann rein, du Herz, kannst mir helfen, ich brauche ein Büdel. Ich suche das Geschäft so und so in der und der Straße. Jetzt habe ich mein Archiv kurz durchforstet und habe dann hier eine Ereignisaufnahme gefunden, also bei einer von Leichnamsprozession. Und damit war das Geschäftslokal lokalisiert. Das habe ich diesen jungen Menschen gegeben. Und was ist passiert? Aussage, das ist ja mein Großvater, das war ja die Großmutter. Und das war die Tante und so weiter. Und auf einmal hat sich Gesprächsthemen noch und nöcher gegeben. Also zu einem Thema, das vorhin ja gar nicht im Raum lag. Und wir haben unsere Geschichte aufgearbeitet. Und das ist eigentlich der Kern meiner Tätigkeit. Wir dürfen das nicht alles vergessen und verschlungen lassen. Die legendäre Großmutter mit dem Enkel am Schoß, die nur gesagt hat, warum hat wer mit wem, warum was nicht getan, die gibt es nicht mehr. Und sowas wird sich in den Unterlagen, in den Geschichtsunterlagen kaum finden. Zurück, Resümee von der Angelegenheit, schätzen wir unsere lokale Geschichte, holen wir raus, was möglich ist. Und wie erwähnt, wir werden so viele einmalige Geschichtsthemen finden, um die uns viele andere beneiden. Ja, vielen herzlichen Dank. Sehr schöne Abschlussworte, würde ich sagen. Ich möchte
mich bei allen Teilnehmern bedanken. Danke an unseren lieben Gast, Herrn Hadrbolets. Danke an die Dolmetscher. Und danke an alle, die sich in der Diskussion beteiligt haben. Und ich möchte Sie noch herzlich einladen zu unserem allerletzten Treffen in dieser Workshop-Reihe. Das ist am Donnerstag, wieder um 18 Uhr, mit dem Thema Erneuerung der Landschaft im tschechisch-österreichischen Grenzraum. Ich freue mich darauf. Vielen Dank. Einen schönen Abend noch. Und ich freue mich auf ein Wiedersehen am Donnerstag. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Danke.